Meine Arbeit Wele ist ein Video, ist eine Fotoanimation aus 7000 einzelnen digitalen Stills zusammengesetzt. Und die habe ich gemacht schon vor ein paar Jahren in Neapel, in einem berühmten Viertel, das heißt Scampia. Und noch berühmtere Gebäude, diese Le Vele di Scampia, diese sozusagen, ja, das ist so sozialer Wohnungsbau aus den 70er Jahren, ist aber eigentlich so eine gescheiterte Utopie. Es war so eine Hoffnung, ein neues Viertel, eine neue Stadt da zu bauen, und das ist aber sozusagen von der sozialen Realität drumherum sofort eingeholt worden. Also die sind fast eigentlich nicht zu Ende gebaut worden, die Gebäude, und sind dann sozusagen besetzt worden und bis heute unter der totalen Kontrolle der Camorra, die Camorra benutzt eigentlich diese Gebäude zum Drogenverkauf und Drogenhandel. Und es wohnen noch einige Leute da, aber die meisten Leute sind ausgezogen. Und jetzt gibt es in Neapel eine große Diskussion, soll man die sprengen, ist das ein Architekturdenkmal oder nicht? Kann man die überhaupt sprengen? Einmal haben sie es schon probiert, das Gebäude ist aber eins von diesen Gebäuden, ist dann irgendwie nicht kaputt gegangen. Was interessant ist, es ist natürlich ein Gebäude aus den 70er Jahren, fast brutalistische Architektur. Aber meine Theorie ist eigentlich, dass der Architekt sich an den Kerkern von Piranesi orientiert hat, also an diesen unterirdischen Treppenhäusern und so weiter, weil es gibt sozusagen in dem Gebäude diese Betontreppen, die sich kreuzen, und das, ob es jetzt bewusst oder unbewusst gemacht hat, ist es sozusagen eine Utopie, die vielleicht von Anfang an schon so etwas Dystopisches in sich getragen hat.